Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum nächsten Part des FIFA 15 Karrieremodus. Ja, Newcastle auf dem Weg ins Champions League Finale gegen Bayern geht jetzt im Halbfinale im Rückspiel und zwar mit A11. Ja, ich habe ja die 11 geschont quasi jetzt unter der Woche. Jetzt können wir wieder mit einigen A-Spielern spielen, beispielsweise mit Sippel, auch wenn er nicht ganz fit ist. Geist dafür ist ziemlich fit. Das reicht dementsprechend. Morrison kommt in die Mitte, Cabella kommt raus, dafür wird Niang starten, Ben Yedder in der Sturmspitze, Ben Arfa muss ich eigentlich rausnehmen. Die Frage ist, wen bringe ich rein? Das ist relativ schwierig zu beantworten, weil Oxlade-Chamberlain ja verletzt ist. Muss wohl Coman spielen oder ich lasse Ben Arfa starten oder ich lasse De Jong starten. Ich lasse mal De Jong starten. Machen wir das mal so, Coman kann ich immer noch einwechseln. Janmaat geht auf rechts wieder, Santon geht auf links wieder. So, und ja, das war es dann eigentlich quasi schon, was wir ändern müssen. Ich bin optimistisch auf einer Seite, auf der anderen Seite pessimistisch, weil es immer noch Bayern ist. Aber wir können das theoretisch schaffen und ich hoffe auch, dass wir das tun. Und dann gehen wir jetzt ins Halbfinale, ins Rückspiel. Wünsche mir viel Glück. Ich wünsche mir viel Glück. Bis gleich und viel Spaß. Das Rückspiel des Champions League Halbfinales im St. James' Park zwischen Newcastle United und dem FC Bayern München. Das Hinspiel 1:1 in der Allianz Arena ausgegangen. Dementsprechend nicht klein die Siegchancen für Newcastle. Man brauchte nur ein 0:0 entschieden, kein Tor zulassen und man war im Champions League Finale gegen den FC Barcelona, der sich nach aktuellem Stand gegen den FC Chelsea durchzusetzen schien. Das Stadion natürlich ausverkauft, die Choreografie der Fans genau wie die in München atemberaubend und die Spieler auf dem Rasen, die waren natürlich nicht nur nervös, sondern auch einfach gehypt und wollten hier heute ja den letzten Sieg vor dem Champions-League-Finale einfahren. Natürlich eine Weltauswahl, wie immer beim FC Bayern München mit Manuel Neuer im Tor und Philipp Lahm, Bart Stuber, die wir da sehen. Die drei alleine schon ja fast so viel wert wie der gesamte Kader von Newcastle. Trapp, Janmaat, Laporte, Nastasic, Santon, Geis und Sippel auf der Doppel-6, wie immer. Und vorne De Jong, Morrison, Young. Und in der Sturmspitze Wissam, Ben Yedder. Das ist die Startaufstellung. Ben Yedder momentan auf Platz 1 der Torschützenliste der Champions League. Ob das nach diesem Spiel immer noch so sein, Leute, das ja, werden wir erfahren. Bayern ja, trat hier an mit der besten Hälfte, die zur Verfügung stand. Neuer, Lahm, Bart, Stuber, Benatia, Martinez und Alaba in der Verteidigung. Fünferkette as per usual. Müller, Schweinsteiger und Rode im Mittelfeld und vorne Lewandowski und Mario Götze als hängende Spitze dahinter. Also eine absolute Hammeraufstellung und es war ein wichtiges Spiel für beide Teams, denn Newcastle könnte mit diesem Sieg einen der größten Erfolge der Vereinsgeschichte wahrmachen. Der FC Bayern, für die wäre das einfach nur wichtig, um ein bisschen die letzte Saison nochmal aufzubessern im Vergleich zu dieser Saison, der momentan zwar auf Platz 1 der Bundesliga, jedoch nicht so souverän wie in der letzten Saison. Mit dem Champions-League-Titel könnte man allerdings alles rechtfertigen. Dementsprechend wollte man das versuchen. Neuer im Tor, sollte allerdings nicht zu einfach das Ganze gemacht werden, denn es gab zwei sehr gute Stürmer bei Newcastle mit Niang und Ben Yedder und die sorgten gleich mal für Stress in der Anfangsphase. Die erste Szene der Partie, naja, nach 7 gespielten Minuten, Geis über außen setzt sich durch gegen seinen Landsmann Thomas Müller, macht das da gut und wird gefoult. Das gibt den ersten Freistoß der Partie nach ungefähr 8 gespielten Minuten. Der Freistoß aus einer relativ guten Position von halb rechts, beziehungsweise eher von rechts, ungefähr fast schon an der Grundlinie. Allerdings ist das nicht das Problem, denn sie haben kopfballstarke Spieler bei Newcastle, unter anderem 7 De Jong. Ben Yedder kann auch Kopfbälle, aber natürlich auch die Verteidigung. Mit Nastasic beispielsweise ein sehr guter Kopfballspieler und Laporte, der wartet dann auch auf sein erstes Tor. Der Freistoß von Young in die Mitte gebracht und da ist De Jong, der Kopfball, der ist drin, der ist nicht drin. Es bleibt bei 0:0, 10 Minuten rum und wir sehen in der Wiederholung, der Ball war knapp nicht ganz über der Linie, richtige Entscheidung vom Schiedsrichter gespannt. Wichtig, dass sie das gesehen hatten. Jedoch ging es weiter mit Offensivaktionen von Newcastle. Schöner Ball auf Wissam, Ben Yedder, schneller als Bart Stuber. Klasse Ballmitnahme, der Schuss und Neuer mit der ersten richtig guten Parade in der Partie. Allerdings ließ sich Newcastle überhaupt nicht irritieren. Die spielten bombastisch nach vorne. Trotzdem versuchte es natürlich auch der FC Bayern München. Götze setzt sich hier durch, versucht in den 16er zu kommen, schafft das. Die Flanke in den Rückraum und gute Parade von Kevin Trapp. Da ist aber nochmal Rode, nochmal auf Lewandowski. Wieder klasse Parade von Trapp. Weltklasse Flex des Deutschen und dann das Foul von Mario Götze an Geis im eigenen 16er des Magpies. Dementsprechend Freistoß aus der eigenen Hälfte heraus und es kam zu weiteren Chancen für Newcastle. Die versuchten hier wirklich das 1:0 zu erzielen, um Bayern in eine ganz, ganz prekäre Lage zu drängen, um sich eventuell hinten reinstellen zu können. Und es kam, wie es kommen musste. Wissam, Ben Yedder gegen Benatia. Schneller als Benatia macht das klasse. Der Schuss, Neuer hält, nochmal der Kopfball. Neuer kommt nicht ran. 1:0 für Newcastle United. 34. Spielminute, die Führung für die Magpies
im heimischen St. James' Park. Die Fans natürlich vollkommen aus dem Häuschen, denn jetzt war man in einer super Lage. Die ganze Mannschaft zelebrierte diesen 9. Treffer in der Champions League-Saison mit Wissam Ben Yedda und der hat das hier klasse gemacht. Lesbien hat hier stehen, dann noch mit Pech im Abschluss, aber der Kopfball hinterher ist unhaltbar für Neuer. Der versucht es noch, schafft es nicht mehr und dementsprechend jetzt die Führung von Newcastle, aber Bayern, naja, die versucht natürlich zurückzukommen und zwar über Müller und der geht hier in den 16er mit dem Ball auf Schweinsteiger, nochmal auf Müller, auf Lewandowski und auf Rode. Ball abgewehrt und Trapp kann den dann rausboxen, aber nicht die letzte Chance in der ersten Halbzeit. Es ging weiter mit Thomas Müller auf Mario Götze und der macht das da gut, geht in den 16er, spielt auf Lewandowski, der macht das ruhig, die Flanke kommt in die Mitte, wird aber geklärt, denkt man sich. Jedoch kommt der Ball zu Rode. Rode nochmal in die Mitte gespielt und zwar auf Schweinsteiger, der mit dem Pass auf Götze nicht im Abseits. 1:1. 45. Minute, kurz vor der Halbzeit. Der Ausgleich durch die Bayern. Mario Götze, der Weltfußballerkandidat, der letzten Saison auf Platz 3 gelandet, macht hier, wie im Hinspiel bereits, seine Bude. Ben Yedda ja auch erfolgreich gewesen. Naja, und jetzt stand es halt durch das 7. Tor von Götze 1:1. Dementsprechend alles auf 0 gesetzt. Wer auch immer jetzt traf, konnte das Spiel entscheiden. Aber bessere Ausgangssituation für Bayern. Denn mit einem Tor ginge man nicht in die Verlängerung, sondern wäre weiter aufgrund der Auswärtstorregel. Erstmal versuchte es Newcastle in Durchgang 2 die Flanke. Aber Ben Yedda springt am Ball vorbei. Und dann, naja, kam der Bayern Express in Gang. Sie versuchten es weiter nach vorne. Müller mit der guten Idee auf Schweinsteiger zu passen. Und Schweinsteiger setzt sie gegen Laporte durch. Steht frei vorm Tor mit links am Kasten vorbei. Das war eine gute Chance, die hier aber, naja, vereitelt wurde von eigenem Unvermögen. Jedoch hatten sie jetzt so ein bisschen, naja, entdeckt, okay, so könnte es funktionieren. Sie versuchten weiter die Defensive von Newcastle durchzukommen. Das sieht man auch in der Situation hier sehr schön. Schweinsteiger mit dem Ball zurück auf Müller. Doppelpass der beiden Deutschen und Müller schlägt die Flanke in die Mitte. Das Ganze wird erst abgewehrt, kommt nochmal zu Schweinsteiger und da ist Rode und unter Einsatz seines Lebens kann Kevin Trapp diesen Ball tatsächlich halten. Muss sich da ganz, ganz lang machen. Klasse Reflex des deutschen Keepers. Rode hat dann den Ball wohl schon im Tor gesehen, jedoch geht er nicht rein. Es gibt aber anschließend eine Ecke. Sippel lobt dazu recht seinen Keeper und die Ecke wird reingemacht von Schweinsteiger. Der wartet, spielt den Ball in die Mitte. Benatia kommt nicht zum Kopfball, Ball aber bei Rode und der macht eine gute Partie, spielt den Ball auf Martinez und der sieht Lewandowski nicht genug bewacht von Laporte. Lewandowski 2:1 für FC Bayern München. 66. Spielminute, die Führung für die Bayern und so muss Newcastle jetzt 2 Tore schießen, um hier noch das Weiterkommen zu erlangen. Das war natürlich ganz bitter für die Magpies, denn Lewandowski war die ganze Partie eigentlich relativ unauffällig. Hier allerdings alleine gelassen von Laporte, dreht sich da klasse rum in Weltklasse-Manier und macht das Tor. Vorlage von Martinez und da Trapp natürlich gar keine Chance gegen den Polen, aber Newcastle gab sich nicht aus. 2 Tore, das hatten sie schon mal geschafft. Das konnte funktionieren. Janmaat versucht es mit dem Ball auf Sippel. Sippel scheitert, da kommt Geis, versucht es ebenfalls, scheitert aber auch. Santon kommt nicht ran und der Ball wird rausgeschlagen. Schon 80. Minute, Newcastle warf natürlich alles nach vorne. Kane kam für Götze und in diesem Angriff kam Niang mit dem Ball auf Geis. Geis nach vorne, Morrison nochmal auf Niang, auf Ben Yedda. Ben Yedda schießt direkt, der ist drin! 2:2, 81. Minute, da ging doch noch was. Der Franzose, 10. Champions League Saisontreffer. Das war wunderbar gespielt von Morrison auf, ja, Ben Yedda und der mit dem schwachen linken haut den Ball in den Winkel. Keine Chance für Neuer an diesen Ball heranzukommen. Und jetzt war es halt nur noch ein Tor und Newcastle warf alles nach vorne. Die spielten jetzt mit 4 Offensiven. De Jong war ins Mittelfeld gerückt. Geis auf die Rechtsverteidigerposition, alles nach vorne. Und Bayern, die versuchten an der Eckfahne Zeit rauszunehmen, stellten sich dahin nach dem Eckball, bekamen einen Freistoß zugesprochen. Auch da wurde wieder Alaba rangerufen. Es wurde Zeit von der Uhr genommen mit Zeitspiel an der Eckfahne. Allerdings war das nicht grenzenlos erfolgreich. Einwurf jetzt hier für die Bayern und der wird nicht unbedingt gut ausgeführt da auf Schweinsteiger, der verliert den Ball und es gibt Einwurf für Newcastle. 89. Spielminute, nochmal die Chance zum Angriff. Geis wirft den Ball ganz weit rein auf Laporte, der rüber auf Nastasic. Man wollte ruhig das Spiel aufbauen, eventuell die letzte Chance waren. Der Ball von Santon nach vorne getrieben, kann sich gegen Harry Kane tatsächlich durchsetzen, irgendwie und spielt den Ball auf Nastasic. Nastasic, der Serbe, der Innenverteidiger, mit dem Ball auf De Jong, mittlerweile als ZDM spielen, dann auf Niang. Niang im 16er Bartstuber, das gibt Elfmeter, 90. Minute, was für ein Fehler von Holger Bartstuber, vollkommen unnötig diese Grätsche gegen den Franzosen und es gibt in der 90. Minute den Elfmeter für Newcastle United und der könnte das Weiterkommen ermöglichen, der könnte den Finaleinzug bedeuten für Newcastle United gegen den großen FC Bayern München, natürlich bitter für die Bayern, allerdings gab es noch die Chance, den zu halten für Neuer. Ben Yedda gegen Neuer. 10 Tore auf dem Konto des Franzosen. Neuer hatte im Hinspiel den Elfmeter nicht gehalten. Wie sieht das Ganze jetzt aus? Ben Yedda gegen Neuer, die 90. Minute.
Ben Yedder behält die Nerven. 3:2, 90. Spielminute. Die Entscheidung. Newcastle zieht ein ins Champions League Finale. Es war die letzte Szene der Partie. Klasse geschossen. Neuer in der richtigen Ecke, aber kriegt wieder den Arm nicht rechtzeitig hoch. Und dementsprechend ist es im Endeffekt der Sieg für Newcastle und der Einzug ins Champions League Finale. Wie bitter für Bayern. Sicher geglaubtes Weiterkommen hier nach dem 2:1. Und am Ende verlieren sie doch noch. Newcastle klasse gekämpft. Verdient eingezogen ins Finale. Natürlich glücklich, aber die Chancenausbeute der Münchner war einfach zu schlecht und dementsprechend zieht Newcastle ein ins Finale der Champions League 2016. So, Freunde, ich werde das Ganze jetzt nochmal hier kommentieren. Wir sehen gleich, dass wir eingezogen sind in Champions League Finale. Wie geil ist das denn? Ich muss leider sagen, ich muss es hier nachkommentieren, denn die Videodatei war beschädigt. Ich muss es schon im Movie Maker rendern und dementsprechend seht ihr jetzt nur noch ein Bild. Es wird keinen zweiten Part dieser Episode geben. Nein, die Episode endet jetzt hier. Ja, es gibt kein zweites Spiel. Das wird morgen stattfinden, dann gegen West Ham. Ich habe es halt einfach aus zeitlichen Gründen nicht mehr geschafft. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm und ich hoffe, diese Episode hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir stehen im Champions League Finale. Wie geil ist das denn? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Haut rein und ciao.